Man kann nicht jede Beziehung retten und man sollte auch nicht jede Beziehung retten. Aber wenn du deine Ex liebst und wenn du sie unbedingt zurück willst, dann nutz einfach die Tipps aus meiner täglichen Arbeit als Coach, mit der schon tausende Männer geschafft haben, ihre Ex zurückzugewinnen. Herzlich willkommen wieder bei F&M TV. Freut mich, dass ihr da seid. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Marc Lambert. Schon mal gehört den Namen? In der Ex-Zurück-Szene eigentlich schon bekannt. Ist schon älter, der Typ. Und das Video, was er uns hier rausgehauen hat, das gucken wir uns mal heute an. Zum Thema Attraktivitätsaufbau, zum Thema Anziehung erzeugen. Jetzt speziell hier beim Ex-Freund, bei der Ex-Freundin, um hier wieder eine Beziehung hier unter besseren Rahmenbedingungen hier zu gestalten. Da hat der Marc Lambert vor kurzem ein Video rausgehauen. Ich fand das schon mal sehr, sehr spannend. Da werde ich immer ganz, ganz hellhörig, auch wenn da einer irgendwie die ganze Wahrheit so für sich gepachtet hätte. Negatives Bauchflauschen kriege ich da. Das gefällt mir überhaupt nicht, wenn ich so etwas höre, so etwas ganz einfach mitbekomme. Und da habe ich ja auch, wenn man jetzt hier zum Beispiel, kann ich euch ja mal kurz hier einblenden auf YouTube. Wenn man jetzt, egal ob man ihr Ex zurück, ich habe schon ein paar Mal probiert, mit Ex zurückgewinnen, Ex zurückgewinnen bei neuem Freund, der hat das hier, da werde ich später wegen Anschu Kögel noch zu sprechen drauf kommen, ist auch so ein Online-Marketer, so richtig schön hier auf erster Seite platziert, der gibt einen Haufen Geld dafür aus, jeden Tag, jeden Monat. Um hier auf YouTube als allererstes Video hier aufzutauchen, um die ganzen Neuankömmlinge, die mit der Materie noch gar nichts zu tun haben, Menschen, die den Ex zurück völlig fremd gewesen ist, die wahrscheinlich noch nicht einmal gewusst haben, dass es Coachings so etwas gibt, um jetzt die hier gleich einmal einzufangen, einzucashen. Wenn du allerdings in so einem Forum schon mal eine Zeit lang gewesen bist, da weißt du ganz genau, das sind alles billige Werbeversprechen, mehr ist es nicht. Und besonders hellhörig werde ich, wie gesagt, wenn ich so einen Titel lese wie "So gewinnst du deine Ex-Partnerin zurück und schaffst einen Neuanfang", wie dem auch sei. Auf jeden Fall haben wir uns nicht lumpen lassen, schauen uns einmal dieses Video doch einmal gemeinsam an, hören uns einmal an, was da Mr. Lambert hier zu sagen hat, und werden auch wie in unserer Reihe 20 üblich dementsprechende Statements, Tipps und Hinweise aus unserem Haus hier herausfiltern. Das Originalvideo, den Link dazu, den findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und wie gehabt, lassen wir das Ding hier in 1,4-facher Geschwindigkeit durchlaufen. Aber es ist schon recht gut verständlich. Deine Ex hat sich von dir getrennt und du wünschst dir zurück. Ja, es gibt einen Weg, mit dem schon tausende Männer geschafft haben, ihre Ex zurückzugewinnen. Und dieser Weg sorgt nicht nur dafür, dass du die bestmöglichen Chancen hast, sie tatsächlich zurückzubekommen. Er sorgt auch dafür, dass du nicht länger unter deinem Liebeskummer leidest, sondern dass du einfach gestärkt aus dieser Trennung hervorgehst und wirklich zur powerfulsten Version von dir wirst. Wie dieser Weg aussieht und was du ganz genau tun musst, um sie zurückzubekommen, all das habe ich in einen E-Mail-Kurs gepackt, der dir innerhalb von 7 Tagen alles zeigt, was du wissen musst. Jeden Tag erhältst du eine E-Mail von mir, in der ich dir sage, was du heute zu tun hast. Du kannst dir diesen E-Mail-Kurs jetzt kostenlos sichern und sofort damit loslegen, deine Ex zurückzugewinnen. Klick dazu einfach auf den Link, den du unten im Video siehst oder unterhalb dieses Videos, fordere meinen E-Mail-Kurs kostenlos an und dann schicke ich dir sofort die erste E-Mail zu, was du jetzt als allererstes tun solltest. Und falls du mich noch nicht kennen solltest, mein Name ist Marc Lambert, ich bin Dating-Coach und ich habe in den letzten 10 Jahren wirklich mit tausenden Männern daran gearbeitet, ihre Ex-Partnerin zurückzugewinnen. Ob sie sich getrennt hat, weil sie es einfach nicht mehr gefühlt hat, weil ihr euch irgendwie auseinandergelebt habt oder weil es zu einem Vertrauensbruch gekommen ist oder aus zig anderen Gründen. In vielen Fällen kann man seine Ex noch zurückgewinnen. Und was du dafür konkret tun musst, das zeige ich dir in meinem 7-tägigen E-Mail-Kurs. Ja, jeden Tag erhältst du dabei ein wichtiges Geheimnis und was du an diesem Tag tun musst, um sie tatsächlich zurückzubekommen. Ja, natürlich kann man nicht jede Beziehung retten. Und es sollte auch einfach nicht jede Beziehung gerettet werden. Nämlich dann nicht, wenn nie eine wirkliche Liebe und Anziehung zueinander bestanden hat oder wenn sie einfach toxisch ist. Doch wenn du sagst, dass du deine Ex wirklich liebst, dass du dich extrem zu ihr hingezogen fühlst und dass du sie zurück willst, dann nutz die Tipps, die ich dir basierend auf diesen tausenden Rückgewinnungen geben kann, und vermeide die Fehler, die die meisten Männer in diesen Situationen so häufig begehen. Welche Fehler das sind, die deine Ex in der Trennung sogar bestätigen, und was du konkret tun musst, um die besten Chancen zu haben, sie zurückzubekommen, all das verrate ich dir in meinem 7-tägigen E-Mail-Kurs komplett kostenlos. Klick dazu auf den Link einfach, den du hier unten im Video siehst, oder auf den Link unterhalb dieses Videos, fordere meinen E-Mail-Kurs kostenlos an und dann schicke ich dir sofort die erste E-Mail zu und sag dir, womit du jetzt gleich loslegen musst. Pass auf, man kann nicht jede Beziehung retten und man sollte auch nicht jede Beziehung retten. Aber wenn du deine Ex liebst und wenn du sie unbedingt zurück willst, dann nutz einfach die Tipps aus meiner täglichen Arbeit als Coach, mit der schon tausende Männer geschafft haben, ihre Ex zurückzugewinnen. Vermeide die Fehler, die wir in
solchen Situationen häufig intuitiv begehen und die deine Ex einfach nur noch weiter von dir stoßen, und erfahre, was du konkret tun solltest, um sie tatsächlich zurückzugewinnen. Klick dazu einfach auf den Link hier unten, fordere meinen E-Mail-Kurs kostenlos an, und dann legen wir beide sofort damit los, dass du die besten Chancen hast, sie zurückzubekommen. Und eine Sache noch zum Schluss: Aus meiner Erfahrung heraus hat sich in der Praxis eine einzige Strategie durchgesetzt, sie wirklich zurückzubekommen. Bei allen anderen Strategien ist es purer Zufall, und das sorgt dafür, dass sie sich einfach kurze Zeit später wieder trennt. Deswegen zeige ich dir diese eine Strategie, die sich in der Praxis wirklich durchgesetzt hat und mit der du gleich zwei Fliegen auf einmal schlägst. Du hast nämlich nicht nur die besten Chancen, deine Ex zurückzubekommen, sondern du lässt auch deine Liebeskummer hinter dir, fühlt sich wieder viel besser und viel freier, und ob du sie am Ende zurückbekommst oder nicht, du bist am Ende viel stärker als vor der Trennung. Du kannst also nur gewinnen. Also, wenn du deine Ex zurückgewinnen willst, dann nutz die Tipps aus über 10 Jahren Praxiserfahrung, klick den Link hier unten im Video, fordere meinen E-Mail-Kurs kostenlos an, okay, und dann ja, legen wir beide sofort los. Wir sind schon am Ende von diesem Ding hier angekommen. Ja, Tausende von Männern hat er schon betreut. Als Maulidiot. Ich bin jetzt nach 14 Jahren Ex zurück. Ich glaube bei 3.500 Menschen, Männer wie auch Frauen, bin ich hier, habe ich in Sachen Ex zurückberaten. Also Tausende von Männern betreut. Dann sollte der das einmal beweisen, besonders wenn man dem seinen YouTube-Account einmal ansieht, wie viele Videos in diesem Bereich da drin sind. Was hat dieser Berater überhaupt für eine Kompetenz an dieser Stelle? Die gilt es einmal zu hinterfragen. Stattdessen agiert er wie so ein typischer Online-Marketer. Da war schon einmal einer von seiner Sorte da. Der Mann hieß Anschu Kögel. Und beim Anschu Kögel war es so, der hat das clever gemacht. Der hat auch mit so einer heftigen Kamera damals, mit so einem heftigen Design, einem Werbeteam und so weiter, der hat sich es echt kosten lassen. Der ist hergegangen und hat so ein 20-minütiges Ex-Zurück-Video hier gemacht, um auf seinen E-Mail-Ratgeber hier, mein Ratgeber, kauf dir meinen E-Mail-Ratgeber, darauf hier hin zu verweisen. Ich kann da gleich einmal eins versprechen, das sag ich dir nach 14 Jahren Erfahrung für Ex-Zurück, nachweislich, nicht was das die anderen da labern, Szenario 2, er und die, nachweislich, ich kann es beweisen. Kann ich da auf jeden Fall versprechen, und das ist so. Es hat noch nie, Ausnahmen mögen wahrscheinlich die Regel bestätigen, aber mir ist kein Fall bekannt, dass einer durch sein E-Mail-Coaching, auch noch, dass der hier sein Ex zurückgekriegt hat. Das ist die nie. Aber da, warum? Da komme ich nur später drauf zu sprechen. Auf jeden Fall war es so, dass einige Leute, weil das kam ja dann auch mehr und mehr raus, dass der Anschu Kögel ein sehr guter Online-Marketer ist, ja, aber hier mit dem Ding nicht viel zu tun hat. Besonders wenn man da recherchiert. Man kennt es ja auch aus dem Fall Daniel Caballero. Der verkauft ja auch Cremes zur Brustvergrößerung und lauter solche Scherze. Das ist neu. Sicherheit und Frische für jeden Tag. Femina Slip Einlagen. Also geht auf die Probleme oder also Potenzmittel verkauft der genauso, der angebliche Ex-Zurückberater. Muss da mal im Internet nachgoogeln, ja? Und stellt sich da teilweise auch unter einem anderen Namen vor. Da heißt nicht Daniel, da heißt der Holger Caballero. Habe ich alles schon gesehen, ist mir alles schon zugetragen worden. Und bei Anschu Kögel war es ja auch so, das weiß ich auch, ich habe das jetzt nur vom Hören sagen, ich weiß nicht, ob das wirklich so 1000%ig stimmt, aber bei Anschu Kögel war es ja auch so, dass da etliche Leute auch vor mit Anwälten da ihr Geld für diesen Ex-Zurückratgeber wieder zurückhaben wollten. Die haben halt das hier beherzigt, was hier in diesem Video hier, ich blende das einmal kurz für euch oben hier ein, schaut es euch mal an, da gebe ich euch Tipps, zeige ich euch auf, wie ihr von solchen Leuten euer Geld wieder zurückbekommt, nachdem sie euch hier über den Tisch gezogen haben. Das zeige ich euch in diesem Video auf, wie ihr da euer Geld zurückbekommt. Und da sind auch andere Leute auf die Tische gekommen und haben da Anwälte eingeschaltet, soweit ich weiß. Mir ist es dann auch zugetragen worden, von diesen Leuten dann auch, dass die dann zu mir gesagt haben, ja, die haben Monate später ein Schreiben vom Anwalt gekriegt, dass bei dem Ganzen einfach nichts zu holen ist. Der Typ ist Digitalnomade. Der lebt gar nicht mehr in Deutschland, schon seit Jahren nicht mehr. Der reist und tingelt durch die Welt und verkauft hier schön über Online-Marketing seine Produkte. So einfach funktioniert das. Wahnsinn. Der nutzt die Naivität und die Trauer der Menschen auch noch eiskalt auf. Und wie will der, du musst ja nur mal eine Frage stellen, wie will der über ein E-Mail-Coaching hier, wie will der deine Defizite als Person erkennen? Der kann ja nur auf diese verallgemeinerten, generellen, unattraktiven Verhaltensweisen eingehen, wobei er das Wort Attraktivität oder Attraktivitätsaufbau in diesem Video noch nicht einmal
erwähnt habe. Stattdessen kommt er und sagt, ich bin Dating-Coach, habe in den letzten 10 Jahren mit 1000 Männern daran gearbeitet, ihren Ex zurückzubekommen. Das glaubst du doch selber nicht. Ich persönlich sage, dass das nicht stimmt, weil der wäre auf jeden Fall aufgefallen. Das wäre in der Szene bekannt gewesen. Da hätte man darüber geredet. Ich wäre von Klienten darauf angesprochen worden. Die meisten Leute, die zu mir kommen, kommen von Szenario 2, Petra Fürst, Dominik Bordi, Emanuel Alber, von diesen ganzen Top-Karrieren und nicht von ihm hier. Es stimmt schon. Marc Lambert ist schon länger in der Branche. Und ich kann mich daran auch erinnern, da war doch mal was. Vor mindestens 10 Jahren sogar schon. Marc Lambert gibt's lange. Gibt's lange den Mann. Und da kann ich mich auch dran erinnern. Der hat doch mal ein E-Book rausgehauen. Das heißt, er hat doch E-Books hier verkauft. Ja, doch, 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 doch. Ich würde jetzt meine Hand nicht dafür ins Feuer legen. Meines Erachtens, so wie ich es sehe, so wie ich es, solche Rechte immer mit dazu sagen, als subjektives Individuum hier wahrnehme und es Kunde tue hier, im Sinne der freien Meinungsäußerung von der Fair Use Policy von YouTube und meiner beruflichen und persönlichen Erfahrung gegenübergestellt. Also meines Erachtens, ist dieses E-Book da, von den damals 2 gängigsten E-Book-Verkäufern hier zusammengeschrieben worden. Das ist abgeschrieben. Es machen viele aus dem amerikanischen Raum. Nehmen sie sich so Bücher her von Corey Wayne und Matthew Hussey. Und die werden ins Deutsche kopiert, ein E-Book draus gemacht und von diesen Online-Marketern einfach ins Netz gestellt. Die haben selbst praktisch so gut wie gar keine Erfahrung nicht. Geben das aber so weiter. Marketing. Die leben hier vom Marketing. Geld, was anderes interessiert dich nicht. Du als Klient sowieso nicht. Der brennende Punkt an der Sache ist ganz einfach der, dass zum Beispiel sein Ratgeber hier, ich bin mir sicher, dass der eine Mischung aus John Alexanders Ratgeber und den von Richard Cheney war. Jetzt ist die John Alexander, das ist ein Pseudonym, genauso wie Richard Cheney. Es waren Pseudonyme für Internetmarketer. Da gibt es in den USA die John Alexander Enterprises. Den gibt es überhaupt nicht, den Typen. Und folglich sind die Geschichten, die der da angeblich mit seiner Ex erzählt, sowieso gelogen gewesen. Abgesehen mal davon, dass Alexander ja uns zum Beispiel auch hier, genau wie damals der Josef Kirschner uns weismachen wollte, dass man, wenn man da dem anderen das Gefühl gibt, immer für einen da zu sein, dass das Anziehung erzeugt, das ist absoluter Schwachsinn. Das löst Freundschaft und Vertrauen aus. Und mit keinerlei Prozentsatz hier in irgendeiner Form von Anziehung, sexueller Ausstrahlung und Attraktivität. Allein schon, wie er dann hier diese typischen Trennungsgründe hier jetzt hat, dann aufzählt, weil man sich ja so auseinandergelebt hat, weil man ja fremd ist, beweist ja schon wieder, dass er keine Ahnung hier hat. Speziell hier von Ex zurück. Das mag schon sein, dass er schon damit gearbeitet hat. Aber ein Profi ist das keiner. Und er setzt sich nicht wirklich mit den Menschen, mit der Situation, mit dem, wie sie darunter leiden, was gerade hier passiert ist. Damit setzt er sich nicht wirklich auseinander. Weil wenn du ein Mensch bist, der mit dieser Materie Jahre arbeitet, immer im Dialog stehst, auch mit anderen Beratern, und mit Klienten auch wahnsinnig Betroffenen hier, auch mit Menschen auch ab und zu mal sprichst, die selber sich gerade getrennt haben, dann weißt du ganz genau, dass zu 99,9% der Fällen mangelnde, fehlende bis gar keine Anziehung, man nennt das im Jargon auch Attraction Level Low oder Attraction Loss, so nennt man das hier in der Szene, dass das im Wesentlichen der Grund für Trennung ist. Selbst auch bei Fremdgehen. Bei Fremdgehen hast du es ja auch. Ich habe das auch in einem Video vor kurzem auch gleich bei Albert, glaube ich, gesagt. Da ist es ja auch, wenn der eine da dem anderen fremd geht, der hat das ja gemacht, weil er einen sogenannten, man nennt das einen hypergamen Zweifel. Man hat ganz einfach hier Zweifel bekommen, hier, ob mit dem hier Beziehung überhaupt noch langfristig hält, passt einfach irgendwie nicht mehr so. Oder es war auf jeden Fall Raum da, wo eine dritte Person ja erst Platz gehabt hat. Weil umgekehrt, es ist ja genauso, das kann ich auch beweisen. Und zwar mit dir. Überleg doch mal, wie war denn das bei dir? Besonders in dieser Verliebtheitsphase, wenn da die Hormone da alle auch noch mitspielen, so. Da denkst du ja überhaupt nicht an einen anderen Mann oder überhaupt nicht an eine andere Frau. Da meldet sich jemand, das ist dir scheißegal, weil nur noch diese Frau da oder dieser Mann da jetzt die Zeit in dieser Verliebtheitsphase, da merkst du es am extremsten. Da ist nämlich das Attraktivitätslevel ganz weit oben. Ja, und wenn es einmal runterfällt, das Attraktivitätslevel, dann hat erst eine dritte Person Platz, dann wird fremdgegangen. Das ist schon klar.
wieder, dass der falsche Weg ist, mit dem hypergamen Zweifel umzugehen. Dafür braucht man nicht reden. Aber das ist der hauptsächliche Grund, warum Beziehungen scheitern und auseinandergehen. Na, hau da auf jeden Fall noch raus, dass Ex zurückgewinnen nicht immer Sinn macht. Mit dieser Aussage relativiert er nur seine eigenen persönlichen Absichten, um jetzt hier ein E-Book hier zu verkaufen, weil es ganz einfach seriöser klingt, weil er gesagt hat hier, wenn es beispielsweise so ist, dass der Ex toxisch ist. Im selben Atemzug sagt er dann auch schon, dass das schon Sinn macht, wenn man hier den Ex oder die Ex ganz einfach noch so liebt. Das müsst ihr mal auf die Zunge zergehen lassen. Soll ich das nochmal vorlesen? Er haut hier erst raus, dass Ex zurück nicht immer Sinn macht, besonders wenn es beispielsweise toxisch ist. Im selben Atemzug jagt er aber dann raus, dass es eben schon Sinn macht, wenn man den Ex so liebt. Es gibt auch viele Menschen, die sind mit einem toxischen Partner zusammen, der hochgradig gefährlich für sie ist. Also da ist Ex zurück überhaupt gar keine gute Idee. Das ist ihm aber scheißegal, solange die Kasse hier klingelt. Das ist ganz einfach so. Es war beim Arschloch Kögel damals genauso. Das habe ich aber jetzt gerade schon lang und breit hier ausführlich erklärt, was mit dem gewesen ist. Und da kann ich gerne nochmal auf dieses Video hier mit verweisen. Wie gesagt, ich habe es euch oben in die Videobeschreibung mit angehängt hier. Fordere meinen E-Mail-Kurs kostenlos an. Ganz ehrlich jetzt, sage ich dir nach all den Jahren, wenn diese E-Mail-Kurs so eine heftige Trefferquote hätten, so einen super Wert hätten, hier beständig wären und man wirklich damit was erreichen kann, ohne sich jetzt hier mit den Personen auseinanderzusetzen, ohne dem seine persönlichen Defizite zu kennen, was er als Mann vielleicht unattraktive Verhaltensweisen hat oder als Frau, das muss man ja auch immer unterscheiden, weil der gendert das ja auch gar nicht, das ist ja das Nächste. Der macht überhaupt keinen Unterschied zwischen Männern und Frauen. Gut, ich glaube, man muss ihn zugutehalten, dass er, glaube ich, nur die Männer jetzt in diesem Video angesprochen hat. Aber wie viele Frauen sehen sich das an und denken sie, der könnte doch vielleicht bei Männern doch genauso sein? Absolut, absolut nicht. Also vom Polaritätsgesetz hat der Kerl so viel Ahnung wie die Kuh vom Eier legen. Meines Erachtens nach, so wie ich es sehe. Ja, auf jeden Fall. Haut er dann diese Äußerung dann letzten Endes dann auch noch raus, dass nur seine Strategie hier funktioniert und benutzt hier den Cicero, den Effekt der Wiederholungen, benutzt er hier dann, indem er dieselbe Botschaft, nachdem er auf sein E-Book hier verweist, nochmal wiederholt, dass nur seine Strategie funktioniert und alle anderen, die taugen nichts und es wäre purer Zufall, hat er hier gesagt, das ist ein ganz, ganz übles Werbeversprechen, was der darauf hat. Er geht andere, er erwähnt hier noch nicht mal, warum. Dabei ist er in der Bringschuld. Wenn er schon, ich meine, ich mache das da auch, wenn ich schon hier Systeme kritisiere von irgendeinem Berater, wie jetzt hier zum Beispiel bei ihm, dann begründe ich das logisch argumentativ auch. Er handelt wie so eine Frau. Er geht mit emotionaler Beweisführung hier rein. Er sagt einfach, die taugen nichts, die bringen nichts, allesamt. Komm, Herr Aufmann, komm, geh nach Hause, Mann. Geh nach Hause, hau ab. Hau ab, schleich dich, Mensch. Ohne Scheiß, verpiss dich. Ganz ehrlich jetzt. Das ist ganz widerwärtig, was der da hier macht. Dass er nur seine Wahrheit hier, nur seine Dinge, die er hier gepackt hat, nur seine Strategie, die würde helfen. Ich weiß auch gar nicht, inwieweit das schon unlauterer Wettbewerb ist. Inwieweit dem irgendein gewitzter Abmahnanwalt hier eine Abmahnung schicken kann. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Könnte man vielleicht auch mal, ich weiß nicht, wie sittenwidrig das ist, was der da macht, was der da, die Äußerung, die der da rausgehauen hat, abgesehen mal davon von seinen tausenden Kunden, die er da angeblich mit denen da gesprochen hat. Ich kann nach all den Jahren, das wäre mir aufgefallen. Ich hätte das bemerkt, ich hätte das gesehen. In der Szene wäre es bekannt. Hier in der Ex-Zurück-Szene, in dem Foren. Wenn dem so wäre, dass seine, die Mark-Lambert-Strategie, die einzig richtige da draußen ist, hey, dann wird's abends in der Tagesschau kommen, okay? Da könnten wir hier alle zusammenräumen. Da hätte sich das schon längst rumgesprochen. Der Albert würde keine Videos mehr drehen. Alle würden sie gehen, mich würde es nicht mehr geben, wenn das so einfach wäre. So einfach ist das. Also das ist ein richtig übles, billiges Werbeversprechen gewesen. Es gibt eine Möglichkeit, ja. Und die habe ich auch in einem Video mal vorgestellt mit mir und Marcel Herzog da, wo ich hier auf 7 Schritte von unserem Masterplan hier aufkomme.
Link dazu, den Original-Link schicke ich dir, den Link dazu hänge ich euch hier oben hier mit in die Videobeschreibung hier rein. Da verweise ich auch, wenn es ums Intensiveres gehen soll. Ich habe auch ein E-Mail-Coaching, mehr oder weniger. Ah, es ist kein E-Mail-Coaching. Was rede ich da? Blödsinn. E-Mail-Coachings bringen nichts. Es ist ein Online-Seminar, ein Videoseminar. Das habe ich nach 14 Jahren ex zurück dieses Jahr mal hier an den Markt hier rausgebracht. Das ist ganz einfach die günstige Variante. Sie ersetzt, das sage ich auch gleich, ich sag nicht wie der Marc Lambert hier, ja, du kaufst es, dann hast du auf jeden Fall die besten Dinger hier. Nein, 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 das ersetzt kein Coaching. Das kann ich dir gleich schon mal versprechen. Das ist ein gutes Outer-Game-Tool. Auf jeden Fall, es gibt ja auch sehr viele Tipps, welche richtige Kontaktsperre, ob du die richtige oder die falsche Kontaktsperre annimmst, was für ein Status. Status ist ja auch so ungemein wichtig, dass du erst einmal hier, das hat er auch nicht erhört, ihr so ein Status hier erst einmal zwischen dir und deiner Ex jetzt erst einmal setzt. Das hängen wir euch hier mit ein paar Weiterleitungen jetzt hier zum Ende nach den Tipps hier noch mit dran als zusätzliche Tipps hier dafür euch, was du für einen Status setzt, weil du hast ja immer noch die Status von der Ex-Freundin Und demnach wird alles, was du sagst und machst und tust, genau nach diesem Reglement hier gerichtet. Das heißt, du brauchst ein ganz anderes Level more, um überhaupt hier, man nennt das Reframing hier zu können. Zum Thema Reframing, da habe ich auch schon mal ein Video rausgebracht, das mit dem Kenny auch, das hänge ich ja auch gerne hier zum Ende hier miteinander an. Das bekommt ihr alles. Ich blende es hier gerne nochmal rein, mit diesem Online-Seminar hier von mir da zu sehen, dass man hier einen richtigen Status setzt, wie die Kontaktaufnahme beim Ex am besten zu gestalten ist, aber es ersetzt, wie gesagt, kein Coaching. Und E-Mail-Kurs und so weiter und so fort. Das hat meiner Erfahrung nach überhaupt nicht funktioniert. Es gibt eine Möglichkeit, ja, aber die ist auf die Regelwerke, und das ist mein E-Mail, das ist mein Online-Seminar, ja, das ist ja hier auf Mutter Naturs Gesetze basieren. Polaritätsgesetz, Gesetz der Anziehung, Regeln der Verführungskunst, Regelwerk der Verführungskunst, die treffende, passende Kommunikation, emotionale Kommunikation, all diese ganzen Sachen, darauf ist es aufgebaut. Das sind nicht meine Gesetze, das sind nicht meine Regeln. Es waren auch nicht die Regeln von der Evolutionstheorie, es waren auch nicht die Regeln von Charles Darwin. Das sind nicht Charles Darwins Regeln gewesen. Charles Darwin ist nur so wie ich eines Tages einmal darüber gestolpert und hat gesehen, dass es so ist, dass das de facto ist. Ja, wir hängen euch, wie gesagt, jetzt hier zum Ende des Videos ein paar Weiterleitungen dran. Ich hoffe, dass ihr hier ein bisschen Aufklärung geben konnte, ein bisschen weiterhelfen konnte. So wünsche ich euch allen noch einen wunderschönen Tag, Abend, wann und wo ihr auch gerade seid. Danke fürs Zusehen. In diesem Sinne.